Mein Name ist Linda Rindergant, ich komme von Sillerne im Kanton Uri. Ich bin 25. Mein Beruf ist Mountainbikerin. Und hier bei der Dickerhof AG mache ich Sport- und Präventionstherapeut. Mich hat der Bereich einfach sehr interessiert, auch vom Körperlichen her, dass ich selber jetzt noch, wenn ich aktiv bin im Sport, dass ich den Körper etwas besser verstehe und die Zusammenhänge. Aber halt natürlich auch hinsichtlich für nach meiner Karriere, dass ich auch so ein Standbein habe und ja, an den Leuten etwas zurückgeben kann, vielleicht mit meinen Erfahrungen. Das ist sicher ein riesengroßer Vorteil, ja, dass es modularartig aufgebaut ist. So kann ich halt meinen Rennplan oder respektive meinen Studienplan an Rennplan anpassen. Ja. Ja, für mich ist das sicher sehr lässig, aber dass ich so halt die Ausbildung kann mit dem Sport eigentlich verbinden kann. Und für mich ist es natürlich auch cool, dass eine Firma so hinter mir steht und mich so auf dem Weg unterstützt, an die Spitze einerseits, aber auch halt für die Zukunft mir Perspektiven gibt. Ich durfte sie schon kennenlernen und sie ist sehr sympathisch, kommen sie mir rüber. Und, aber sie wollen sicher nur das Beste für alle, die hier am Studieren sind. Und ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Sicher die Bewegung in der Natur und ja, der frischen Luft sein. Nachher das Zusammenspiel vom Technischen, also vom Velo und zum Mensch bei mir. Und ja, es gibt immer wieder neue Herausforderungen, die man tagtäglich hat. Der Kopf ist sicher sehr wichtig, also ich gehe ins Mentaltraining. Ja, wie gesagt, aber es sind die kleinen Sachen, die schlussendlich den Unterschied machen. Und wenn man im Kopf gut beieinander ist, dann nachher kommt das andere auch gut. Verzicht kann ich bei mir eigentlich gar nicht sagen, weil es ist halt mein Hobby, das ich so zum Beruf machen kann. Es ist natürlich klar, es ist ein harter Weg und ein langer Weg. Auch mit der Schule und mit der Lehre, wo man alles unter einen Hut bringen muss. Aber schlussendlich, wenn der Wille da ist und das Umfeld stimmt, dann nachher geht das schon. Ja, meine Zielsetzung ist sicher auch die Qualifikation für die WM Ende August, Anfang September in Kanada. Und sonst bei der Weltcup kann ich regelmässig in die Top 10 fahren und wenn es geht, auch in die Top 5. Bis daheim im Madranertal gibt es eine schöne Route oder zum Arnisee hüfen. Aber es gibt auch auf dem Morschach hüfen oder die Schweiz, Luzern, es gibt überall schöne Türen hier in der Zentralschweiz.